Das ist der Weg zum Endboss, ich schwör auf alles. Ja. Aber es sieht wirklich echt krank aus, ne? Verpisst euch nochmal, ihr Fettsäcke. Ich mich auch die ganze Zeit so auf, dass wir ineinander laufen. Ja. Du willst vielleicht nochmal deine Handhaut neu anziehen, Junge. Ich bin immer noch voll. Junge. Dann zieh mal das Kleid an. Du wolltest mal sehen. Hab ich nämlich noch nicht gesehen, ohne Mutanten. Bin immer noch voll. Ja, hier kommt ich bin auch wie Daryl in fucking The Walking Dead, Alter. Immer mit der Armbrust. Alter, ich bin Jim. Hier bleib ich für immer. Hier muss ich abnehmen. Alter, Jungs! Ja. Guck mal, wie man... Der hat zu viel Gym gemacht. Der wurde komplett erschlagen von der Hand, Alter. Auch vom Gewicht, besser gesagt. Der Ball bewegt sich. Man kann den Ball... Oh, der Ball hat Physics. Das ist voll geil hier mit diesem Glas... Mit der Glaskuppel. War schon... Hey, dumm genug, um gegen die Glaswand hier laufen. Aber Jungs, guckt euch den mal an. Der wurde einfach erschlagen auf anderem Level. Wo komme ich hier rein? Ach da. Der hat... Digga, ey, Roman. Der hat zu viel Yoga gemacht. Geht den mal an. Aua. Ja, der hat noch einen Blut. Sieht nicht gut aus. Und sagen wir, er guckt mir alles links, oder? Wollen der Schweinefleisch? Ey, steht einer. Zwei stehen hier. Jungs, ich nutze meine Shotgun. Die sind bestimmt super jacked. Ey, bist du durchtrainiert? Ich benutze nicht meine Shotgun. Der ist richtig durchtrainiert. Oh mein Gott, Digga! Da hinten ist ein 12-Finger-Mann. Vielleicht hättest du für den die Munition aufsparen sollen. Ah, wirklich, ich hab immer noch extrem viel Munition. Ich würde jetzt auf den 12-Finger-Mann schießen. Jo, mach. Jo. Was machen? Ja, Miles Goldstein kann irgendwie tot. Nicht, dingsen hier. Was ist das? Hank, you spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any golf clubs or balls. How are they? We supposed to play golf. Oh, Junge, das Englisch. Junge, ich hab, du hast eine 1 im Dings. Lesen. Hab ich auch. Ja, aber hört sich nicht mal an. Aber nicht im Lesen. Nee, auch Sprache ist scheiße. Aber deswegen können sie mir nicht die Note verschlechtern. Ich hätte das. Jungs. Für meine Lieder. Kann ich doch nicht. Schlafanzug gefunden. Schieß doch. Ja, Bruder, musst du nachmachen. Der Fall ist meiner, verpiss dich. Guck mich an. Oh, fick dich. Wo ist der Schlafanzug? Ich will den haben. Mich an. Der liegt da hinten. Da hinten. Ah. Oh, wow, da hinten, Junge. Ja, hier. Wo ist denn da hinten? Hier, das hier. Ah, nee, hier raus nicht. Wo ist da hinten? Da, warte hier. Da, hier vorne. Wo ist da? Da, du bist da um die Ecke. Oh, Alter. Deine Kreuz sind so scheiße. Mann, hier hinten, ihr Vollidioten! Ah, hier. Hab ich gefunden. Da, hier hinten, hier. Da hinten. Wo? Na, da. Die Fresse, du Spasti. Scheiß dir vor deine Haustür. Oha. Machst du. Du wusstest bis gestern nicht mal, wo ich wohne. Ich weiß es immer noch nicht. Ich hab's dir vergessen, weil du irrelevant bist. What the fuck, hast du gerade geschossen? Ja, aber da hinten ging's übrigens noch weiter. Oh mein Gott, das ist so cool hier. Lass aber erstmal das hier erkunden, Jungs. Das kommen wir ja auch noch drauf klar. Ja, aber hier sieht's richtig, also hier sieht's aus, als wenn's hier noch richtig weitergeht, glaube ich. Da geht's auch noch hoch. Ich würde erstmal nach hinten gucken. Ich habe ihn gerade eben einen Arm und ein Bein abgehabt. Ich habe mit meiner Schuffel drauf geschossen. Okay, dann haben wir beides gemacht. Was erstmal checken? Nee, warum lass mal nicht, dass er hinten lang gehen? Lass erstmal hier hinten. Ja, vielleicht, ich denke, da geht's doch wahrscheinlich weiter, so richtig weiter, so rein. Ja, du hast eigentlich recht, ja. Wollen wir erstmal das erkunden, wo es nicht weitergeht, Jungs? Nee, ich gehe jetzt hier hoch gleich. Ach, Alter. Martin muss ja seinen eigenen Willen durchsetzen. Na was denn, wenn wir schon mal hier sind? Da hinten geht's aber auch weiter, das ist doch nicht weit weg. Na und? Okay, na und, dann weiter. Dann kommen wir da jetzt nicht mehr rein. Sag mal, geht euer Charakter auch so retarded zu treffen? Alter, hä? Ist ja einfach nur Pet, Junge. Oh, das sieht mega episch aus. Ich schwimme heute. Alter, ist das geil. Boah, könnte man das in echt bitte nachbauen? Irgendein Milliardär, bitte. Tschüss. Das ist ja geisteskrank. Mr. Puffton. Elon Musk, wenn du das siehst. Elon Musk kriegt ja. Hier kann man einen Keycard. Zu viel Party gefeiert. Hier brauchen wir eine Keycard. Hier kann man einen Keycard. Dann macht man das, ja, machen wir das nachher. Drüben kann man auch. Oh. Alter, was hat der denn hier in seinen Nacken stecken? Oh, Gitarre. Today aber was a good Vokal day. Eingeführt. Oh, hier ist die Zettel. Hier ist Cash. Wie kann man die denn so tief reinschieben bei ihm? Wo ist die Gitarre? Wo ist sie hier? Links, links, ganz links, ganz links.
Unfortunately, the golf balls still elude us. Oh, mein Job zu lesen, Alter. Das ist eine fucking gute Frage. Elude. Oh man, wirklich, ich kann sogar besser lesen als du, das nervt mich. Alexa, was heißt Elude auf Deutsch? Alter, sagst du doch halt wenigstens in Englisch und nicht Elude. Was für Spotify? Fucking Idiot, Alter. Alexa, stopp. Alexa, was heißt Elude auf Deutsch? Alexa, was heißt Elude auf Deutsch? Was für Deutschrap? Alexa, stopp! Ja, wir machen jetzt mal die Tür hier auf. Ich dachte, wir wollten jetzt unten weitergehen. Ja, nee, ja, jetzt sind wir hier oben. Ach, Digga, dann mach ich einfach auf. Nuff Security Breach Wipes. Meine Taschenlampe ist tot. Ja, hast du keine Batterien mehr? Nö. Die lädt sich anscheinend selber im Inventar auf, wenn man Batterien drin hat. Ah, hier Schrotflinten, Aufsatz. Dann nehme ich jetzt die Shorty. What the fuck? Was macht ihr gerade? Lest euch den Zettel durch und guckt mal, wie viel Geld Virginia hat. Oder kriegen wird. 578 Milliarden, 534 Millionen, 827.095 Dollar. Und jetzt wisst ihr, warum ich Virginia heiraten wollte. Oh. Wer hat das aufgemacht? Achso. Das ist nochmal so ein Satz. Das ist genau das, was wir schon aufgesammelt haben. Achso. Oh. Da kommt noch einer angekrabbelt. Schoß mit der Action hier, oder was? Ich würde sagen, dass wir aber jetzt unten lang gehen, weil ich glaube, hier geht's wirklich weiter. Das ist der Weg zum Endboss, ich schwör auf alles. Ja. Aber es sieht wirklich echt krank aus, ne? Verpisst euch nochmal, ihr Fettsäcke. Ich mich auch die ganze Zeit so auf, dass wir ineinander laufen. Oh mein Gott, Digga. Digga. Oh. Er hat voll auf Homagist. Artefakt 2. Oh. Hier ist Number 1. Möchte keiner die Haut an? Ich glaube, ich bin voll. Also nimm, gönn du mir ruhig. Alter, der hat mir übelst den Jumpscare verpasst. Der hat eine Kettensäge. Jo! Voll. Kettensäge! Boah, voll das geile Kino. Aua! Guck mal, hack mich oben einfach an. Ich hab nicht meine Axt in der Hand. Aber Kettensäge ist links. Die Kettensäge wird... Alter, Junge. Die wird auf die neuen gelegt. Scheiß mal auf die fucking Gitarre. Boah, ist die kleine Kettensäge, die... Das ist eine richtig geile Sache. Kettensäge war links, ja. Snipe die Babys gerade weg, die da hinten im Gang krabbeln. Gute Arbeit. Kommen alle? Alles mal rum ab. Naja, Roma ist überflüssig. Roma ist überflüssig. Hier, da geht ihr rein. Da drüben geht ihr rein. Da drüben. Mal die Fresse. Tag, ich suche krassen Loot. Gott, eine Höhle. Der Hall fängt an. Oh nein. Ein Baby. Hallo, ist hier der Endboss? Nein. Der Endboss ist ein ganz großes Erz. Ja, Mann. Hier sind wieder tausend Wege, Mann. Ich könnte schon wieder kotzen. Wir gehen erst mal jetzt erstmal wieder nach unten gehen. Guck mal, da hält uns die Tür auf. Sehr freundlich. Junge, der hält richtig den Arsch, der twerkt ja bei euch auf. Warte, ich will den twerkenden Mutanten sehen. Guck dir den an, der twerkt. Schickel den ass. Guck dir diese beiden. Ach. Eigentlich müssten wir die mit der Schrotflinte einfach exekutieren. Ja. Auf so einer richtig brutalen Art und Weise. Ihr existiert, ihr müsst sterben. Schön rum, dass du den Eingang nicht gefunden hast. Und wo ging's hier jetzt weiter? Irgendwo ganz am Anfang. Da drüben. Ja. Sag mal, ihr labert mich von der Seite vor, dass wir erst woanders lang weitergehen sollen, dann wisst ihr den Weg nicht mehr, oder was? Ach du Heilige, ach stimmt, hier, alles ja, hier mit ist. Giz, Junge. Babys! Warte, lass mich mal schnell wegholen. Brauch ich nochmal eine Pistole, da muss ich der ist hier in der Wand festgekühlt. Soll ich mit der Shotgun rausschießen? Sagt mir was von wegen Verschwendung und schießt auf Baby mit einer Shotgun. Die sind hier alle in der Wand fest, die Giz, Junge. Lass sie doch. Ah, das ist ja spannend, dass wir hier unten waren. Mensch, war echt gut, dass wir hergekommen sind.
Das war's jetzt nicht. Ihr müsst doch irgendwas geben, ja. Taser-Katalog ist hier. Stunner heißt er. 4SY. Das ist ein geiles Ding. Ja, ich sag, irgendwie fühle ich mich mit der Axt ein bisschen sicherer als mit der Shotgun. Ja, weil du mit der Shotgun nicht abwehren kannst. Unter anderem. Hä, Angriff ist. Alter, wir können gleich hier lang schon. Angriff ist die beste Verteidigung. In DPS we believe. In DPS Moira we believe. In DPS we trust. Nur, das war einfach, das war eine Abkürzung. Alter, oder? Es geht nach unten und nach oben lang. Erstmal oben. Warte, nee, das, okay, das geht nur nach oben. Das was ist denn mein Charakter los? Warum wackelt der so? Das geht beides in dieselbe Richtung. Ja. Charakter hat Schlaganfall. Ja, ich hab auch einen gehabt. Ah, hier kann man raus, glaube ich. Warte, ich guck mal nach. Warte, ja, guck du mal nach. Fettsäcke. Ja, hier geht's raus. Okay. Ah, vielleicht gibt's hier draußen vor allem, Roman hat sich einfach vorgedrängt, Mann. Der hat sich hat mich einfach nach hinten gedrückt. Ja, hier ist irgendwo nur ein Gegner, der gerade rumgebrüllt hat. Trotz des Spannendes. Außer Ausgang. Geht ihr jetzt raus? Nein, das ist eigentlich der Ausgang. Warum sollten wir rausgehen? Ja, war doch nichts mehr. Hier kommen wir auch gar nicht mehr hoch. Wir sind doch hier runtergesprungen. Hä? Stimmt. Hier geht's doch gar nicht mehr weiter. Hey, ja, dann einfach die Gravity-Book nutzen. Ja. Geht das überhaupt in der Höhle? Warte, zeig mir jemand nach da oben, wenn ich auf sehe. Wie willst du da hoch? Wie willst du da hoch mit der Seilrutsche? Ja, das Ding hat doch eine Dings, eine automatische Ziehung. Motor. So. Ja, aber kann also, irgendwie kann man da nicht hinschießen. Ja, geht gar nicht. Ich könnte versuchen, da hinzuschießen. Ist weit hoch. Ich probier's einfach. Ja, vielleicht nicht so dumm bauen. Ja, nee, ging trotzdem nicht. Weil ich kann nicht nach da oben schießen. Gut, dass wir runtergegangen sind, wirklich. Doch, weil alles normal laufen, oder wie? Da war doch nichts mehr, wir sind doch überall nach da. Da war doch noch es was, wir sind unten in der Höhle, und rechts lang. Wir sind einmal links lang gegangen, da konnte man nochmal nach unten gehen, da konnte man nochmal nach rechts kann gehen. Kann ich mal Licht machen, bitte? Lang. Das ging da einmal im Kreis. Das ging in, das war in dieselbe Richtung, die beiden Gänge. Ich bin auch extra nochmal zurückgegangen, hab gecheckt. Das waren nicht dieselben Wege, Mann. Da ging's noch in einer anderen Höhle, direkt am Anfang viel weiter. Das ging, nein, da war doch, nein, das ist einmal ein Kreis gewesen. Es war im Kreis, es ging da nicht weiter. Da ging's weiter. Nein. Na doch. Nein, ging's doch nicht. Nein, das ging beides sag im mal, Kreis. Halt doch deine Fresse, da ging's weiter. Nein, ging's nicht, da nach ging's links weiter, und rechts, beide in denselben Raum geführt. Ja, dann geh doch nochmal rein. Hey, was bist du denn? Das ist Virginia! Ich hab grad fast auf Virginia ist das Virginia? Das ist Virginia. Aber die hat irgendwie einen anderen Anzug an. Sie nicht? Oh. Ich hab gerade fast auf Virginia geschossen. Das kann man mit Chef mal ändern, hä? Ja, hier nimm wieder zurück. Na, besser ist. Das ist ein Bader. Oh, hoppala, hoppala. Ich hab's nicht gemacht. Ey, Virginia, möchtest du zufälligerweise meine Schrotflinte haben? Aber lass mal testen, ob sie zwei Pistolen nehmen kann, oder? Sie hat eben meine Pistole zurückgegeben, als ich die Schrotflinte hingegeben habe. Ja, aber ich kann... Ach so. Dann gebe ich mal meine hin, vielleicht, oder? Obwohl, nee, da vielleicht dumm, vielleicht gibst du das dann nicht mehr wieder. Allerdings, Virginia... Wir haben herausgefunden, wie reich du bist. Gib uns mal was. Allerdings brauche ich meine Schrotflinte wieder zurück. Oh, Digga, what the fuck? Alter, krank. Was war das gerade? Ich glaube, Virginia hat mit der Schrotflinte auf ihn geschossen und dann hat sie dich getroffen damit oder so. Keine Ahnung. Lass mal bitte hier schlafen. Wo ist denn sie jetzt überhaupt? Ah, sie steht hier irgendwo. Meine Aufsätze sind weg, als die Virginia... Nee, warte, ich glaube, ich habe Fetischschrot, oder? Nein, ich habe meine. Meine hatte die Taschenlampe drauf. Das ist auch nicht auf jeden Fall mit Ditschen, weil das GPS-Symbol ist ja hier auch gar nicht von mir. Ja, geil, ja. Dann ist jetzt meine. Ja, dann habe ich jetzt keine Schrotflinte mehr mit Taschenlampe. Perfekt, da habe ich kein Licht mehr. Oh, ey, scheiß Early Access. Eingreifen. Klar, ich, der YouTuber, habe jetzt wieder keine Taschenlampe an meiner Waffe. Da habe ich wieder Schwarzbild. Geil. Ich möchte am liebsten jetzt schon wieder das Let's Play beenden, Alter.
Okay, meine Schrotflinte ist komplett verbuggt. Ich hab den Laseraufsatz dran gehauen und jetzt habe ich gar nichts drauf auf meiner Waffe. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie geben? Nee, vergiss es. Meine Waffe schluckt einfach Aufsätze. Ich habe die dran gebaut und jetzt sind sie einfach verschwunden aus dem Inventar weg. Ich bin aus der Höhle raus. Ja. Wo seid ihr? Ich wusste gar nicht, dass man den Giganten einfach den Schädel wegschleppern kann. Ich bin direkt bei Morten. Ach nein. Das ist eine Fake News. Ich bin bei den anderen. Oh, am Strand, Alter. Ich bin direkt bei euch. Nein. Absolut nicht. Ich stehe hier. Nein, Mann, Roman. Hier krieg ich ein Baby. Hier krieg ich zwei Babys. Hey, ich stehe genau vor dir. Ich bin schon rausgepoppt. Ich stehe gerade genau drei vor dir. Babys! Virginia hat alle Aloe Vera gebracht. Ich höre auch keinen Ton. Virginia, wo ist Virginia? Ich stehe neben dir. Hier steht kein. Oh, da. Oh. Digga, wie blind. Du verbuggt dieses Spiel. Guck dir das Baby an. Verschwindet ihr, Virginia. Guck mal, sie fürchten die Power von Jesus. Verschwinde. Du Unmittel. Das Game ist schon geil, wenn man die Waffen hat, Digga. Okay. Oh, was macht der Rechner? Seht ihr auch, wie das Baby hier den Berg runterrutscht? Das Baby hat eine Mission, Junge. Das Baby hat eine Mission, aber die Frage ist, wo führt es das Baby hin? Es hat eine Waffe! Was? Ich will zur Mutter. Ich hab keine Munition mehr, nein. Die Mutter zerstückel ich, Junge. Keiner greift hier meine Eheweib an. Mein Ehemutanten. Wir sind jetzt die ganze Zeit, alles was wir bis jetzt gemacht haben, war auf der linken Seite der Insel. Echt? Ja, wir sind hier komplett auf der linken Seite der Insel. Also eher so links oben, ja. Wenn links unten wäre eine Höhle noch. Und sonst wären noch, sonst hätten wir halt noch die ganze rechte Seite zu erkunden. Oh, Digga. Der bepuselt dich, Alter! Wer wird hier bambuselt, Junge? Du Hurensohn, ne? Das war Michael Jackson. Folgt es Virginia jetzt eigentlich überall hin? Bestimmt. Weiß ich nicht, ich habe jetzt einen Peilsender dran gemacht. Virginia ist cool. Hat doch schon einen Peilsender dran. Ja, den sehe ich nicht. Was ist denn das hier? Ein Boot. Ja, was ist das für eine Lache gewesen von dem? Ja, was ist mal los mit dem, Alter? Oh, eine Lootbox, Jungs, Epic Lootbox. Oh, die Schild geht das. Alter. Ich hab epische Items bekommen. Aber Bäume abbauen mit der Kettensäge geht schon weg. Oh mein Gott, Digga! Durch die weiße Pracht gehe ich Tag und Nacht. Gibt's eigentlich schon diesen Riesen in der Early Access Version? Ein Riesen? Ne, im Trailer gab's doch so eine Riesenhand. Eine Riesenhand. Riesenhand? Ja. Meinst du die so groß sind? So zwei. Nein, wirklich eine Riesenhand. Oh Mann, du spoilerst mich gerade auf Tod. Ich habe alle Trailer gesehen, da war keiner. Mit einer Riesenhand. Ja. Wäre ich im ersten Trailer, Junge. Nein. Im ersten Trailer. Da war definitiv keine Riesenhand. Eine Riesenhand. Bist du dir sicher, dass. Welchen Trailer hast du hier? Guck mal, bist du sicher, dass. Der von Ohio, ich schicke euch jetzt den Trailer. Ich gucke nach Trailer aus Ohio. Ich suche die Stelle und dann sage ich euch die. Du kannst auch einfach mit Timestamp. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du musst einfach bei YouTube auf Teilen gehen und dann kannst du da Video starten bei ein Häkchen dran machen. Du musst halt nur an der Stelle schon sein, die du zeigen willst. Okay. Geht's hier hoch. Ich weiß gar nicht, wo du hin möchtest, um ehrlich zu sein. Ja, hier. Ah, da sehen. Unten okay. Ist noch ein. Da wollen wir auf Roman warten? Das mache ich nicht. Das so, waren jetzt. Wir haben jetzt quasi auf der ganzen. Wir sind jetzt auf der linken Seite der Map. Haben wir. Da ist anscheinend. Also auf der linken Seite der Map sind alle die kranken Items. Und da unten ist noch so ein grüner Punkt. Den sieht man, wenn man da mit der Map ganz leicht so. So ein grüner Punkt. Ja, verarschen, der Sins of the Forest Trailer von IGN ist für Alters beschränkt. Und dann, also wir gehen quasi jetzt hier einmal rum und dann auf die rechte Seite, wo wir noch gar nicht waren. Habt ihr alle abgespeichert? Warte.
Weil ich weiß auch nicht, wie das Game sich verhält, wenn ich raustappe. Ja, du tappst halt raus, passiert ja nicht viel. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Server dann läuft. Ja, ich tappe auch die ganze Zeit raus und es passiert. Er ist auch die ganze Zeit raus? Aha, du Schlingel, also hast du auch die ganze Zeit nachgeguckt. Ja, ist ja auch die ganze Zeit nur im Googeln gewesen. Ich könnte wetten, dass hier irgendwo ein Baby ist. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. Oder oben und seine fette Tauchausrüstung in seinem Schlafanzug, das ist schon wirklich. Hier ist hundertprozentig ein Mutant. Also ich höre gar nichts. Ich höre auch gar nichts. Ich hab das noch im Ohren. Nein, nein. Vertraut mir doch mal, wenn ich das. Vertraut mir das doch mal, wenn ich euch das sage. Da meinst du jetzt soll eine riesengroße Hand im Trailer sein. Ja. Ich glaube nicht. Ich halte es auch für ein Gerücht. Ach, das, wo der weggezogen wird? Ja, das ist eine Riesenhand. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwas Großes, was ihn wegzieht halt. Und ich halte ja, nur eine riesige Hand. Jetzt habe ich es gehört. Ah, er ist direkt noch hier. Ich hab mein Freund, Schluss, meinen nächtlichen Schlaf, meinen Schönheitsschlaf. Digga, ach, das meinst du? Das könnte doch einfach nur ein großer sein, oder nicht? Ja, eben. Ja, ein großer, der mit seiner. Da war jemand! Ich hab's doch gewusst! Ja, ich weiß! Wir haben die Großen doch schon gesehen. Die oh haben nicht Gott, schon eine Hand, dass sie deine ganzen Beine umgreifen können. Oh Mann, was ist das? Du hast gerade die Ehre entwendet.